Hi Leute, heute geht es darum, warum Bewegung so wichtig ist. Und der erste Grund ist einfach mal, dass der Körper dafür gemacht ist, sich zu bewegen. Und Bewegung bringt einfach Freude, Spaß. Jedes Kind bewegt sich. Bewegung ist was Wunderschönes. Und ja, man sollte das nicht so mit so einem negativen Beigeschmack sehen, wie, oh, jetzt mache ich wieder Sport. Ich muss ja abnehmen. Und nee, man soll schauen, was einem Spaß macht. Und das jeden Tag tun, so an Bewegung. Und Bewegung ist einfach so wichtig, und zwar auch jeden Tag. Stellt euch mal vor, ihr liegt ein paar Wochen, alte Leute oder Unfall, die Leute liegen im Krankenhaus. Es geht einem nicht gut, wenn man sich nicht bewegt. Schaut euch die Leute an, die sich bewegen, die Sport machen. Die sind einfach fitter. Die haben mehr von Leben, die haben mehr Energie, die können mehr machen. Und ja, man soll sich, denke ich, jeden Tag bewegen. Das ist das, jedes Tier bewegt sich jeden Tag, ist völlig normal. Naturvölker bewegen sich alle jeden Tag. Und ja, Bewegung, frische Luft und gute Ernährung, das sind so die wichtigsten Faktoren heutzutage, die fehlen bei einem normalen Menschen. Und nur seine Ernährung zum Beispiel auch umzustellen, bringt nicht unbedingt was, wenn man sich nicht bewegt. Und genauso bei einer Ernährungsumstellung auf Rohkost oder egal in welche Richtung, wenn man seine Ernährung in eine bessere Richtung ändert, dann sollte man immer Sport machen, und zwar jeden Tag. Durch den Sport werden einfach die Lymphe angeregt zu entgiften. Ja, der Körper, alles kommt in Bewegung. Der Körper ist eben dazu gemacht, um bewegt zu werden. Wenn man nicht bewegt, dann verliert man. Probiert mal gar keine einzige Bewegung zu machen. Ihr fühlt euch schlecht. Man wird lethargisch, man ist schlecht drauf. Die Psyche ist nicht im Einklang. Und es gehört einfach dazu, sich zu bewegen. So. Ja, man kann nur richtig glücklich werden, wenn man sich bewegt, denke ich so. Es ist das Natürlichste auf der Welt, und ich denke, man sollte einfach finden, was das Richtige für einen ist. So, welche Bewegung macht einem Spaß? Tanzen? Egal. Lieblingsmusik aufdrehen und tanzen, fertig so. Und zwar genau das, was du magst, die Bewegung, und nicht irgendwas vorgegeben. Bewegung ist ein Ausdruck, und man soll es frei fließen lassen. Und man soll eben das machen, was einem Spaß macht. Und es gibt eben auch so einfache Tricks, wie man Bewegung, mehr Bewegung in seinen Alltag einbauen kann. Und das ist eben zum Beispiel, dass man mal das Auto weiter wegparkt, oder einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt oder zu Fuß geht, die Treppe benutzt und lauter so Dinge. Oder Wasserkästen tragen. Egal. Hauptsache man macht irgendwas. Und zwar jeden Tag. Und gerade wenn man entgiftet, wenn man seine Ernährung eben umgestellt hat, ist es so wichtig, sich jeden Tag zu bewegen. Sonst bekommt man niemals die alten Gifte raus. Und man soll es nicht übertreiben eben beim Sport, sondern immer auf den Körper hören. Wenn man Erholung braucht, dann soll man die sich auch gönnen. Aber trotzdem immer ein bisschen, dann macht man zumindest eine leichte Übung an dem Tag, wenn man sich gerade nicht so wohl fühlt. Oder geht spazieren oder was auch immer. Aber jeden Tag ein bisschen was zu machen, ist einfach das Minimum und ist wichtig. So.
Es muss eben kein Hochleistungssport sein. Einfach ein bisschen bewegen so. Und nicht nur den ganzen Tag auf dem Stuhl hocken, vom Computer oder was auch immer am Arbeitsplatz. Zwischendrin mal aufstehen, so alle Viertelstunde mal ein bisschen strecken oder so, alle Stunde egal. Mal kurz rauslaufen, mal frische Luft schnappen, wenn man arbeitet. Und ja, lauter so Sachen. Also Bewegung ist einfach so wichtig. Körper ist dazu gemacht, um bewegt zu werden. Und wenn man nicht bewegt, verliert man. Und man bekommt eben auch Energie durch die Bewegung. Das Gefühl kennt ihr bestimmt so nach dem Sport, wie glücklich man sich da fühlt. Es werden einfach Glückshormone dabei ausgeschüttet. Alles, der ganze Hormonhaushalt, alles kommt wieder ins Gleichgewicht und man fühlt sich einfach gut, wenn man Sport macht. Und deswegen, ich mache jeden Tag Sport und hoffe, ihr bleibt da auch bei. Oder führt es ein, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt. Und gerade wenn ihr Ernährung umstellt, würde ich das jedem empfehlen. So. Ansonsten, macht's gut, Leute. Ciao.